So, da sind wir schon mit der nächsten Aufgabe und die müsste eigentlich relativ einfach sein. Tanze in verschiedenen Matches, nachdem du eine Vorratslieferung geöffnet hast. Hier steht wieder drin, in verschiedenen Matches. Bedeutet, drei Runden müssen wir den Quatsch dann machen. Also drei Runden, einmal Vorratslieferung öffnen, dann tanzen. Und das halt dreimal. Das Ganze mache ich euch dann mal vor. Am einfachsten geht das natürlich in Gruppenkeile, weil da kommt ihr halt easy an die Vorräte dran. Und vielleicht finde ich ja mal wieder eine Boogie-Bombe und kann da auch mal ein bisschen was reißen. So, dann seht ihr unten, der Code ist fast vollständig. Ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit, Like-Zeit, Kommentierzeit, wenn du noch kein Abonnent bist. Lass jetzt ein Abo da, weil ihr wisst doch, Support ist kein Mord. Und ihr seht hier unten, es gibt auch immer was zurück. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Code knacken könnt, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da ist ein extra Video, wo ich alles genau erkläre, wer ich bin, was ich so mache. In dem Sinne würde ich mal sagen, gehen wir jetzt in die Runde rein. Und doch, dieser Hund. Sorry dafür. Aber so sind Hunde. Typischer Bewacherinstinkt. So, gehen wir dann runter. Ich denke mal, Paradise gehen alle runter. Aber wir gucken erstmal, wo die Zone ist. Und ich weiß immer noch nicht, ob es überhaupt derzeit noch eine Waffe gibt, die Explosionsschaden macht. Oder ob damit der Roboter gemeint ist. Aber mit dem Roboter zu spielen, ich habe einfach keinen Nerv dafür. Das Scheißding den geht mir einfach so auf den Keks. So, gehen wir Sunny Steps runter. Und hoffen einfach, dass wir da eine Boogie-Bombe finden. Am besten direkt in der ersten Kiste, ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Weil da, wo ich die Aufgabe fertig gemacht habe, mit der Boogie-Bombe, in den normalen Missionen, haben wir. So, man muss nur meckern. Man muss einfach nur meckern. So. Sniper, ja, Sniper-Kills muss ich ja eigentlich auch noch machen, ne? So auf ganz entspannt. Ich glaube, hier war noch eine Kiste, aber unter uns nehme ich mal an. Hä? Über uns? Ich mal ganz selber. Ich, das ist, weil ich hier nie gelaufen. Ach, hier ist die. Wie ich gesagt habe, das ist immer so ein Zufall, ey. So. Dann kann ich ja fast den Titel doch ändern, weil ich denke mal, mit einer Boogie-Bombe, das wird hier safe funktionieren. Eigentlich nur Schaden. Ja, Schaden. Nur Schaden reicht. Schlimm ist schon wieder, ich habe kein MP. Pass auf, bei meinem Glück finde ich jetzt noch eine dritte. Ich habe eigentlich nur gedacht, ach komm, machst du schon mal einen von zwei. Aber die Aufgabe ist so schwer zu machen irgendwie, weil ich nie welche finde. So, bewegen wir uns schon mal in die Zone. Vorräte sind auch schon da. Von daher läuft doch alles nach Plan hier in der Runde. Gegner müsste eigentlich auch schon da sein, aber die Lieferungen bleiben noch stehen, das ist schon mal gut. Aber mal gucken, vielleicht haue ich auch beide Aufgaben in eine rein. Ich weiß noch nicht genau. Aber wenn ich die Boogie-Bombe jetzt safe hinkriege,
Denke ich mal, dass ich den Titel ändern werde. So, und für die, die jetzt noch dabei sind, die nächste Zahl ist die 5. Code 5. So, da unten sehe ich die Lieferung schon qualmen. Die Frage, sind wir jetzt allein da oder nicht? Ich glaube, irgendein. Nein, der Rob. Oder? Ich glaube, ich probiere trotzdem erst den Boogie Hill. Wenn ich ihn so lang gleiten würde, gell? Nein! Die ist schneller. Die ist schneller. Nein, sie hat verloren. Oh. Aber. Ach, der muss unter. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Er muss tanzen. Und dann muss ich den Schaden machen. Danach reicht nicht. Oh. Ich könnte platzen. Das ist doch jetzt ein Scherz. Jetzt habe ich doch nur noch zwei. Dann machen wir doch erstmal die Vorratslieferung. Aber ich glaube, der andere geht jetzt auch dahin. Aber dann dürfte es eigentlich auch reichen, wenn ein anderer die geworfen hat. Und dann mache ich den Schaden. Warte mal, ich ändere das hier mal gerade. So, dass ich die direkt danach habe, die Waffe. Hallo. Ich war jetzt die ganze Zeit dran, werfe ich sie noch oder nicht? Oder wie mache ich es? Das war gerade spielerisch total überfordert. Ich will halt jetzt auch keine verschwenden. Das ist halt mein Problem gerade. Weil, wie ihr gesehen habt, eben zu nahe geworfen. Ich weiß nicht, ob ich verguckt habe. Ja, habe ich verguckt. Gucken, ob hier noch eine drin ist. Aber das Problem ist nämlich auch, wenn dann einer den Kill abstaubt, bringt mir das Ganze nämlich auch nichts. Ja, ich wirklich am besten so eine ganz safe Nummer haben. Ja, wenn hier viele Gegner sind, ist auch nicht gut. Nein. Egal, eins von zwei haben wir. Puh, jetzt habe ich mir schon noch eine. Da braucht keiner. Doch, da. Nein. Ah, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich könnte mich hinter den anderen anschleichen. Thank you.
Egal. Hauptsache, ich habe die Aufgabe. Wenn ich das mal immer so hinkriegen würde, wäre das Leben zehnmal leichter für mich. So, jetzt kann ich ja erstmal auch wieder umbauen. Da haben wir Vorräte. Ah, der will auch dahin. In der Triumph. Zu dritter. Wie lange die Schrot braucht, ey. Ätzend, ey. Da ist ein Baum gefallen. Sehen. Das kann nicht wahr sein, ey, dass ich die da nicht weggeholt bekommen. So, jetzt muss ich mal langsam mal Vorräte kriegen, ey. Aber auf einmal bleiben die Lobbys auch wieder so voll. Ja, ich hoffe erst auf K. Natürlich nicht. Lad doch mal schneller nach. Wo ist er gelandet? Hätte ich auch den No-Scope probieren können. Das war auch mein Plan. Hast du gut gemacht. Bin richtig stolz auf dich. Ja, wenn ich nur 5 HP hatte oder wie viel. Eieiei, aber wichtigste ist schon mal Boogie-Bombe-Aufgabe. Alles andere kriege ich noch mal hin. Safe. Hier geiert aber auch keiner so ein bisschen abseits rum. Hat auch er. Zack. Haben wir den Abschuss auch. Ich denke mal, da steht einer schon immer. Ist denn da einer am Snipen? Ich habe gerade einen gehört. Er versucht auf mich zu schießen. Ach, da hinten. Boah, 180 Meter. Miau. So nicht. Da musst du früh aufstehen. Ja, gut, war schon noch gesniped bekommen. Ooh.
Teil sind am Arsch, oder was? Geklaut. Ah, haben wir das Spiel gewonnen. So, Aufgabe doch geändert. Das ist halt die Boogie-Bomben-Aufgabe. Wie gesagt, einfach Boogie-Bomben hinschmeißen, der Gegner muss tanzen, abschießen, Aufgabe geschafft. Mit den Vorräten zeige ich euch dann gleich. Die Chance war einfach zu groß mit 4 Boogie-Bomben. Ich musste sie machen. Nicht, dass ich wieder einen Sinn nicht bekomme, aus dem Grund kleine Planänderung, aber kriegen wir schon hin.